England. Prachtvolle Anwesen, perfekte Umgangsformen, idyllische Ausflüge. Aber dies ist nicht das England Jane Austens. Was bedeutet das Ihrer Meinung nach? Das wage ich nicht einmal zu vermuten. Dies hier ist, so wagen wir zu sagen, Wild. Ausgesprochen beglückend. Ernst sein ist alles von Oscar Wilde. Ich hoffe doch, dass Sie sich gut benehmen. Nun, ich fühle mich zumindest gut. Das ist nicht unbedingt dasselbe. Concord Filmverleih präsentiert die vortreffliche, romantische Ernst? Gwendolyn, wir müssen unverzüglich heiraten. Klassische Komödie. Schon als Mädchen habe ich davon geträumt, jemanden zu lieben, dessen Name Ernst ist. Es geht um Moral. Es gibt nur eine Art, sich einer Frau zu nähern. Man umwirbt sie, wenn sie hübsch ist, und fasst sich kurz, wenn sie es nicht ist. Gib das her! Manieren. Anscheinend essen sie Muffins. Und andere Dinge von Bedeutung. Ihre Eltern leben noch. Man hat mich gefunden. Gefunden? In einer Handtasche. Das hatte ich nicht erwartet. In den Hauptrollen Rupert Everett. Er ist so charmant. Seine Haare sind wunderschön. Colin Firth. Mutter! Mr. Irving, ich bin unverheiratet. Ich kann es nicht leugnen. Das ist ein schwerer Schlag. Frances O'Connor. Durfte ich sie durch meine Brille betrachten? Ich liebe es, betrachtet zu werden. Reese Witherspoon. Sie erscheinen mir als die sichtbare Verkörperung der absoluten Vollkommenheit. Und Oscar-Preisträgerin Judi Dench. Ich bin nicht für eine lange Verlobungszeit. Sie ermöglicht es, den Charakter des anderen schon vor der Hochzeit zu durchschauen. Und das halte ich für keineswegs ratsam. Wenn es um Liebe geht, ist es wichtig, aufrichtig zu sein. Seit ich Sie kenne, bewundere ich Sie mehr als jedes andere Mädchen, das ich kennengelernt habe. Seit ich Sie kenne. Ja! Es ist wichtig, einfallsreich zu sein. Cecily ist das hübscheste, süßeste, liebste Mädchen auf der Welt. Aber all das zählt wenig, denn Ernst sein ist alles. Du bist Ernst. Ernst sein ist alles.